CDs, DVDs, Bücher. Das waren noch Zeiten, als man sich sowas ins Regal stellte. Auch Christian Denzer will seine alten Staubfänger loswerden. Manchmal kriegt man halt irgendwas geschenkt. Das möchte man nicht mehr, also möchte man sowieso nicht lesen, zum Beispiel ein Buch. Und dann kann man das natürlich da gleich wieder verkaufen. Also ich habe jetzt auch einen neuen Blu-ray-Player und da gucke ich mir natürlich lieber eine Blu-ray an als eine DVD. Macht natürlich mehr Sinn. Wegschmeißen ist halt blöd irgendwo, weil wer schmeißt ein Buch einfach weg? Also ich finde, wenn ich das jetzt da noch Geld für bekommen kann, ist das ja nicht verkehrt. Also wird der Plunder verkauft. Aber wie? Die Büchersammlung einzeln bei eBay reinstellen? Viel Spaß beim Tippen der Auktionstexte. Und bei CDs ist der Versand oft teurer als der Restwert der Silberlinge. Doch die Medien von gestern kriegen heute eine zweite Chance. Recycling durch Verkauf oder kurz Recommerce. Plattformen wie Rebuy, Flip4New oder Momox sind dazu die Anlaufstellen im Netz. Einfach die Nummer auf der Rückseite der Ware eingeben. Sofort wird ein Festpreis angezeigt, der garantiert gezahlt wird. Vorausgesetzt, die Ware ist noch in Schuss. Schneller geht es mit einer App für Smartphone. Wie an der Supermarktkasse fährt man mit der Kamera über den Strichcode und schon landen die Bücher im Verkaufskorb. Dann alles in Kartons stecken und ab die Post. Der Versand ist bei den meisten Plattformen kostenlos. Die Großmutter von meiner Freundin, die ist ins betreute Wohnen gezogen und hat dann natürlich ihren Hausstand aufgelöst und möchte dann natürlich nicht alle ihre Bücher mitnehmen. Bietet sich dann natürlich an, gerade bei älteren Leuten, finde ich jetzt persönlich, dass man da halt so weit, dass man denen dabei hilft und dann für die natürlich auch noch ein bisschen was bei rausspringt. Im Lager der Berliner Recommerce-Plattform Momox kommen nicht selten 100.000 Einzelstücke pro Tag an. Bevor sich aber ein neuer Eigentümer findet, muss alles geprüft und einsortiert werden. Und längst nicht alles, was hier ankommt, wird tatsächlich weiterverkauft. Wir versuchen schon, alles abzunehmen. Ja. Wir können nicht für jeden Artikel einen Preis anbieten. Für die Artikel, die wir nicht kaufen können, bieten wir zumindest an, die Artikel zu recyceln. Wir nehmen die Artikel dann hier an und führen die dann der Wiederverwertung zu. Erhalten dafür Geld von zum Beispiel Papierverwertern von Büchern und spenden anschließend das Geld, um dafür Bäume zu pflanzen. Die meisten Sachen finden jedoch ein neues Zuhause. Momox verdoppelt seit seiner Gründung jedes Jahr den Umsatz. 2011 waren es 40 Millionen Euro. Da die Margen gering sind, kann Gewinn nur mit Masse erzielt werden. Auch die Verkäufer sind zufrieden. Sie haben das Gefühl, dass die Sachen ordentlich recycelt oder weiter benutzt werden. Wenn ich mir irgendwo was einkaufen gehe, da habe ich mehr Verpackungen teilweise dran als alles andere. Und wenn man da drüber nachdenkt, dann ist natürlich gerade so eine Sache, wie sie Momox jetzt anbietet, auch schön, finde ich. Also, dass da halt nicht gleich alles weggeworfen wird. Der Lebenszyklus von elektronischen Geräten wird immer kürzer. Viele Recommerce-Plattformen kaufen daher auch Heimelektronik auf. Je nach Zustand zu unterschiedlichen Preisen. Geworben wird damit, ökologische Folgen zu minimieren. Weiterverwenden sei eben besser als verschrotten. Und nebenbei hat der Verkäufer wieder Geld für Neuanschaffungen in der Hand. Jetzt haben wir Blu-ray gerade, ist gerade groß im Kommen und ist eine super Sache. Ich denke, da wird jetzt auch bald wieder irgendwas Neues kommen, dass man wieder neue Medien braucht. Mehr Recommerce bedeutet mehr Geld für neue Dinge, die dann auch wieder im Recommerce-Kreislauf landen. Die Maschine füttert sich fast von selbst. Eine Win-Win-Situation? Aus Sicht der Kunden schon. Und auch die Hersteller sind zufrieden, weil das Interesse an neuen Produkten steigt. Wer stattdessen auf nachhaltigen Konsum steht, sollte seine Schätze lieber verleihen oder verschenken. Elektrische Reporter.